willkommen bei Backpackers Guide to the World. Ich bin heute in Bagan in Myanmar mit dem Fahrrad unterwegs. Bagan ist bekannt für seine tausenden Tempel und Pagoden, die man hier auch in großer Zahl sehen kann. Zahlt man die 20 Dollar Eintritt für den gesamten Bereich, kann man beliebig viele davon beliebig oft besuchen, und zwar ganze 5 Tage lang. Ich bin in den erstbesten, den ich mit dem Fahrrad erreichen konnte, reingegangen und dort in den 2. Stock aufgestiegen und habe direkt eine wundervolle Aussicht. Naja, nicht ganz die erste. Zuvor war ich noch in einer anderen Pagode, die hier zu sehen ist, in Yangon. Ja, wie ihr auch seht, bin ich wieder barfuß unterwegs und habe bedeckte Schultern. Man sollte ja in diesen heiligen Städten schon angemessen angezogen sein. Abseits der Wege ist es sehr sandig, daher musste ich mein Fahrrad mehrfach schieben. Ich fand es ganz interessant, dass die meisten Pagoden innen relativ ähnlich aufgebaut waren, mit 4 Buddhas, die in 4 verschiedene Richtungen geschaut haben. Leider waren die Lichtverhältnisse zum Filmen in den Pagoden im Allgemeinen verdammt schlecht. Interessanterweise sind die meisten Pagoden aus Backsteinen gebaut. Ich finde es total schön, weil ich Backsteine mag. Ich konnte allgemein von der Lage der Pagoden her gar nicht sagen, ob es da irgendeinen Plan gab oder ob die vielleicht einfach irgendwie wahllos in die Gegend gebaut wurden. Es wirkte auf jeden Fall eher wahllos. Pyramidenförmigen Pagode, bei der man außen hoch geht. Man sieht auch wahrscheinlich, dass es regnet, doch das ist nicht so das Problem. Es ist noch so, dass man relativ weit sehen kann, aber es ist schon natürlich ein bisschen unangenehm, vor allen Dingen die Gelände. Da es jetzt leider noch etwas ernster angefangen hat zu regnen, wie man eben auch sehen kann, habe ich mich aufgemacht zu der wahrscheinlich größten Tempelanlage hier in Bagan, dem Damayangi-Tempel. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen. Von außen sieht das Ganze eher aus wie eine Pyramide und ich befinde mich gerade im 1. Stock. Leider kann man auch nicht weiter hoch, weil es zu gefährlich ist. Ja, der Weg allein in den 1. Stock war schon ein ziemliches Gekraxel, wie man hier sieht, im Dunkeln, barfuß auf Sandstein und das Ganze noch so ein bisschen nass. Und mit dieser Ansicht auf den Tempel von außen verabschiede ich mich von euch und wie immer, don't panic. Vielleicht interessiert euch ja auch, was ich sonst noch so in Myanmar erlebt habe. Ich habe da nämlich einige Videos dazu, hier sind die Links dazu. Für Smartphones habe ich die auch in der Infobox.